Deutscher Publisher trifft auf chinesische Entwickler. Matto Anomalies ist ein brandneues Rollenspiel mit Action- und Adventure-Elementen, das nächstes Jahr erscheinen soll. Der Münchner Publisher Prime Matter gab heute seine Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Arrowiz bekannt. Die chinesischen Entwickler arbeiten seit 2016 an storylastigen und VR-Spielen. Dabei soll ihr nächstes Werk Matto Anomalies ein 3D-Rollenspiel werden, das auf Steam, PlayStation, Xbox und Switch erscheint. Falls ihr zufälligerweise die Visual Novel Hermitage Strange Case Files, die letzten Oktober erschienen, kennt, dann wird euch der Stil sicherlich ebenfalls bekannt vorkommen. In Matto Anomalies schlüpft ihr nämlich auch in die Rolle von einem Detektiv. Doe, einem Detektiv, der die Geheimnisse hinter der Invasion von Matto, der weitläufigen Metropole und dem Herzstück des Spiels aufdecken soll. Das Spiel findet in einer postapokalyptischen Welt statt, in der traditionelle und futuristische Architektur verbunden und zu einem einzigartigen Setting gestaltet werden. Prime Matter will beim neuen Spiel über eine lokale Niederlassung die Publishing- und Vertriebsaktivitäten in den verschiedenen Märkten weltweit übernehmen. Matto Anomalies soll 2023 für PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X und S, Nintendo Switch und PC sowohl physisch als auch digital erscheinen.